Und wir haben jetzt ganz genau hingesehen, der Chefkoch, der hat anerkennend doch genickt, ja? Und Christian Henze, du kennst auch jemanden, der schon mal so ein Imitat gegessen hat? Ist Ihnen sicherlich aufgefallen, im Supermarkt gibt es ja so diese ganz neuartigen Gewürzmischungen. Salzen. Und wir haben uns ja gefragt, ob diese gesalzenen Preise auch angemessen sind für die Inhaltsstoffe und die Zusammenstellung. Und da haben wir einfach mal einen Test gemacht. Die Gewürzmischungen in unserem Geschmackstest. Wie geht's Ihnen so in den vergangenen Wochen und Monaten so kreativ? Haben Sie ein neues Hobby für sich gefunden oder mal eins ausprobiert? Ich kenne viele Menschen, die echt viele neue Hobbys für sich entdeckt haben. Und wir wollen Sie heute mal an die Wassermalfarben heranführen. Hatten Sie sicherlich doch auch in der Schule so einen Wassermalkasten. Oh, da hat man so ein bisschen Himmel und ein bisschen Meer gemalt und einen Baum vielleicht. Aber mit Wassermalfarben kann man ganze Tierwelten erschaffen mit den Techniken und den Vorlagen dieser Berliner Künstlerin. Yeah, Umi Janta skatet erfolgreich durch ihr Leben heute am Diversity-Tag in der ARD. Was bedeutet das in all unseren Programmen, ob jetzt im Internet, im Fernsehen oder im Radio? Geht es immer wieder um die kulturelle Vielfalt, um Diversität hier in Deutschland? Einfach, weil wir daran glauben, dass gemeinsam wir die Vielfalt sind. Daran glauben wir fest in der ARD. So, unser Service-Thema heute. Wenn das Telefon klingelt und Sie eine Nummer sehen, die Sie nicht kennen, gehen Sie da überhaupt noch dran oder denken Sie, oh, schon wieder Abzocke, Werbung, das wollen wir nicht? Genau darum geht's jetzt mit Sonja Gethardt von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Wieder angerufen und es geht um unerlaubte Werbung am Telefon. Was kriegen Sie da gerade zu hören bei der Verbraucherzentrale? Ja, also es fallen alt und jung darauf rein und das wollen wir verhindern. Wir wollen Ihnen einfach Tipps und Tricks in die Hand geben, wie Sie entspannt das Telefon wieder auflegen oder gar nicht erst rangehen, weil sonst kostet Sie das alles wirklich Geld, Zeit und auch Nerven. Ja gut, ich glaube, das können wir alle nachvollziehen und dennoch ist es ja ein drastischer Schritt, Sonja Gethardt von der Verbraucherzentrale. Ja, das stimmt. Also die Telefonnummer zu wechseln ist mit ganz schön viel Aufwand und auch Kosten verbunden. Das lässt sich der Anbieter natürlich bezahlen. Ist ja einfach nicht ab. Ja. Wir haben schon öfter darüber berichtet. Und nochmal die Frage, ist das wirklich legal, diese Anrufe zwecks Werbung? Ach, das muss man üben aber, ne? Ja. Weil ganz oft sagen ja auch die Geschädigten, ich habe mich überrumpelt gefühlt, dann bin ich nicht mehr aus dem Gespräch rausgekommen. Und es betrifft nicht nur die Alten, zurzeit sind auch sehr viele Kinder zu Hause, die auch mal ans Telefon gehen. Da muss man wirklich einen Blick drauf haben und die auch schulen. Gehen wir das einmal durch, um gar nicht erst in diese Situation zu kommen. Ja. So, was machen wir? Also gerade 1000 aktuelle Fälle gibt es, ne, die sich dann auch an eine Beschwerdestelle gewandt haben. Genau, die Bundesnetzagentur, die zuständige Behörde für... Auflegen ist doch die einzige Option, oder? Richtig, das ist absolut mein Rat. Sobald man sich auf ein Gespräch einlässt, da kann die Falle schon zuschnappen. Der begreifliche Punkt ist doch, dass man in Deutschland 1000 Siegel, Stempel, Unterschriften braucht, um einen Vertrag rechtsgültig zu machen. Aber am Telefon kann man plötzlich vertragen. Okay, und das bedeutet, wenn man Ärger an der Backe hat, dass man da erstmal vielleicht gar nicht rauskommt, weil man versäumt hat, nachträglich ja so einen Vertrag als ungültig zu bezeichnen, weil das kann ich doch auch machen. 14 bestimmt auch klug, die rufen mich heute an und dann kriege ich schriftlich vielleicht etwas erst in 3 Wochen zugesandt. Ja, davon braucht man sich nicht verunsichern lassen, die Situation ist ganz häufig gegeben. Ja. Wie denn als Verbraucherzentrale? Ja, das größte Problem ist ja eigentlich, dass es nach wie vor möglich ist, auch am Telefon für viele Produktgruppen und Branchen schriftlich vorliegen. Schriftlich, ne? Genau. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Sonja Gethardt von der Verbraucherzentrale, vielen herzlichen Dank. Danke. Ja, und wenn das Telefon klingelt und da eine fremde Nummer draufsteht mit unseren Tipps, beherzt auflegen und auf gar keinen Fall einen Vertrag eingehen. So, wir kochen jetzt hier im Arge nicht, einfach weil ich einen Witz machen möchte. Fleisch aus dem 3D-Drucker, das versucht gerade ein spanisches Start-up-Unternehmen. Und die arbeiten aber mit einem Chefkoch zusammen, weil sie das Produkt so authentisch wie möglich hinbekommen möchten. Eine wirklich sehr besondere Biografie, die wir Ihnen vorstellen möchten. Vielleicht haben Sie das auch mal raus aus diesen Zwängen, die wir haben, gesellschaftlich, familiär, kulturell, religiös, ja, und endlich so leben, wie man will. Das hat sich lange Jahre Volker Isabel Ulrich gewünscht und hat das auch für sich geschafft. Volker Isabel Ulrich kann sich jetzt auch als Frau zeigen und bezeichnet sich als divers. Seither hat sich viel verändert, körperlich auch und vor allen Dingen das Gefühl, endlich ja, sich frei zu fühlen.
jeder. Alles Gute für Volker, Isabel. Am heutigen Diversity-Tag der ARD zeigen wir Ihnen die Vielfalt, die Diversität, die wir hier in Deutschland leben. Und jetzt haben Sie die Chance, bei uns ja richtig viel Geld zu gewinnen, bis zu 200 Euro, in unserem 360-Grad-Quiz. Ran ans Telefon, wir spielen unser Quiz jetzt ab. Die jetzt kommen. Und Herr Tuchscherer aus Schernbuch ist am Apparat. Hallo, wir legen direkt los, Herr Tuchscherer. Okay. Mal gehen auf Ihr Konto und wir sind bei der zweiten Frage. Wir sind schon bei der letzten Frage. Wie geschnitten Brot? Ja, Sie haben unser Quiz gerockt. Alles Gute für Sie. 200 Euro schicken wir Ihnen zu. Und morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Sie die Möglichkeit, mit uns zu quizzen. Jetzt schauen wir noch geschwind nach Berlin zu meiner Kollegin Nadja Kajuli. Hallo Nadja, grüß dich. Euer Slogan heute und überall in Deutschland: Impfen für alle. Ja, ganz genau. Herr Juli, vielen herzlichen Dank. Das Mittagsmagazin übernimmt also gleich hier im Ersten. Und wir greifen doch erstmal zu hier, ne? Danke fürs Kochen. Also niemals den Strunk einfach wegwerfen oder so wegknabbern, sondern durchaus braten. Empfehlenswert. Unbedingt nachkochen. Ich möchte Ihnen noch sagen, was wir morgen im ARD-Buffet haben im Service. Früher in Rente gehen. Guck einmal so in die Runde. Wer möchte früher in Rente gehen? Einer hat sich gemeldet. So, wir gucken, wie es Ihnen gelingt, ohne dass die Abzüge allzu groß sind. Wird uns sehr freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Tschüss, schönen Mittag. Ciao.